Wir haben ein Paket. Willkommen zum Paketaufmacher. Ich hab's aufgeschnitten, reingeguckt noch nicht. Ich hab's aufgeschnitten. Tja, es wird kein Glas drin sein. Schöne Lektüre. Ah. Interessant. Was ist das? Anstecklunden. Anzündlunden. Übersetze ich mal. Sehr schön, Dankeschön. Kann man immer gut gebrauchen. Gebrauchen. Weg damit. Komet Silberkreisel. Sehr schön. Schätze mal mit BAM-Nummer noch. Ja, BAM P1, Klasse 1. Wunderbar. Cool. Danke. Space Sound Rakete. Hab ich's. Glaube ich, wirklich. Noch keine gehabt. Auf jeden Fall nicht so viele. Keller. Geh mal davon aus. Aus. BAM P1. Wo steht? Ja. BAM P2. Sorry. P2. Cut 2. Sehr schön. FKW Keller. Warum? Cool. Danke. Oh, Leuchttaler mit dem alten Kellerwarenzeichen noch. Wunderbar. Habe ich das gerade zu leise gesagt? Mit dem alten Kellerwarenzeichen? 6 Stück. Wunderbare Verpackung. Ich liebe das Design von früher. Viel, viel schöner. Meine Meinung. BAM P1, Klasse 1. Red Lantern Zeichen drauf noch. Sehr schön. Cool. Schön. Was noch drin? Kneterking. Kneterking. Und Leslie. Fokus. Macht, was er will. F1. Okay. Sehr schwer für F1. Cool. Wird getestet. Was ist denn das für ein Zeichen hier? Ja. Genau. Was drin? No. So viel dazu. Dankeschön. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Zuckerwatte. Nein. Eine wunderbare Verpackung weg. Mit Kosmos-Schweif. Nur im Freien verwenden. Ja. Kometenrakete. Wunderbar. So ein geiles Design. Da müssten die sich von heute erst eine Scheibe abschneiden. Und hier seht ihr Pyrotechnik Silberhütte. Gruppe 3. Das kann man, also ich weiß nicht. EVP 2,3 M Mark. Keine Ahnung. Ich werde den Scheiß wahrscheinlich. Egal. Aber das Design. Und tschüss.